Die Familie Schäferhund wird heute die Paw Patrol besuchen. Also möchte, die Kinder wollten unbedingt, der Vater eigentlich nicht. Kinder, ich würde sagen, wir gehen los. Ihr freut euch, glaube ich, schon. Oh ja, und wie wir uns freuen. Ich freue mich auch schon. Ich bin auch schon sehr gespannt. Dann kommt mal mit, Leute, alle mir nach. Oh, ich kann schon die Zentrale sehen. Freuen sich die Welpen schon, die Helfer auf ihr Pfoten? Ich glaube, die freuen sich schon. Nicht so schnell, ich bin auch nicht mehr gerade der Jüngste. Ihr seid ja noch jung, aber ich bin schon viel älter. Oh, es ist schön hier. Wow. Guckt euch die Zentrale an. Ist die cool. Oh mein Gott, das ist ja richtig total, total cool, dass wir die Zentrale besuchen dürfen. Ich glaube, die Welpen sind oben in der Zentrale. Vielleicht spielen die Papa Boogie oder. Ich glaube schon. Die kommen sicher gleich runter. Leute, könnt ihr mal schauen, ob der Besuch schon da ist? Oh ja, der müsste, glaube ich, schon da sein. Ich würde euch bitte auf, damit ihr euch vorstellen könnt. Hallo. Achso. Wow, ihr seid die Paw Patrol? Jo. Könnt ihr euch mal kurz euren Namen sagen? Ja, selbstverständlich. Ich bin der Marshall, da hinten ist der, neben mir ist der Sumo, da ist Guy, da ist Rex und da ist Chase. Wir sind nicht komplett, daher, dass wir noch nicht alle Hunde sind. Deswegen sind wir so unkomplett. Aber dieses kommt noch. Wow, die Kinder haben sich schon gefreut darüber. Dürfen wir die Zentrale anschauen? Ja, ich möchte unbedingt. Ich auch. Wenn ihr unbedingt wollt. Und passt bitte auf, fasst bitte nichts an, okay? Ihr könnt gerne mein Fahrzeug benutzen. Ihr könnt die Rutsche dann auch dafür benutzen. Wir müssen jetzt nämlich noch schließlich noch was üben. Oh wow, wir dürfen die Fahrzeuge benutzen. Seid aber vorsichtig. Ich werde die besser mal kennenlernen. Die Paw Patrol. Wow, und wer rutscht zuerst? Tja, das müssen wir jetzt unter uns ausmachen. Ich würde sagen, der eine darf runterrutschen. So, ich rutsche zuerst. Okay, wenn du meinst. Oh, es ist cool, in dem Wagen zu sitzen. Wow. Wer will denn noch von euch? Ich will auch. Wow, jetzt fühle ich mich wie der Feuerwehrhund Marshall. Ich auch. Oh, wow, ist das ein schönes Ding. Oh. Was soll man in die Zentrale reinschauen? Papi, können wir in den Park gehen und spielen gehen? Ja, das dürft ihr. Die Zentrale hat richtig Spaß gemacht und jetzt wollen wir eine Runde in den Garten spielen. Passt aber auf, bitte, dass ihr euch nicht verletzt. Und passt bitte auf die zwei auf. Du bist schließlich auch der große Bruder. Ja, das werde ich. Komm, wir gehen in den Garten. Bei der Paw Patrol. Leute. Ich muss auch jetzt kurz schnell weg. Ihr müsst auf die Kinder, auf die kleinen Welpen aufpassen. Auf die Kinder von mir.
Könnt ihr das machen? Oh ja, das machen wir gerne. Bis gleich. Bis gleich. Wie wäre es, wenn wir einfach ein bisschen rumgehen durch die Stadt und so? Ist das wirklich so eine gute Idee? Ja, warum denn nicht? Stadt erkunden. Und was, wenn wir nicht mehr zurückfinden? Ach, das macht nichts. Wir finden schon wieder zurück. Laufen die drei Welpen in der Stadt zusammen, nicht getrennt? Ich glaube, wir sollten uns hier vielleicht trennen. Ich würde auch sagen, dass wir uns hier erstmal trennen. Der eine lief in die andere Richtung, der andere lief in die und der lief in die Richtung. Ich bin wieder da, Leute. Die Kinder, wo sind eigentlich die Kinder? Oh, die Kinder sind verschwunden. Die kleinen Recker sind abgehauen. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Oh, ich bin ein Einsatz dabei. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Die drei Hundewelpen sind verschwunden. Oh nein, wo sind denn die hin? Ich schätze, die sind in die Stadt gelaufen, um sich da ein bisschen zu erkunden. Und die haben sich jetzt alle verteilt. Oh mein Gott, werden sie sie wieder finden? Chase, wir brauchen dich und deine Spürnase. Du musst sie finden. Und Sky, du hältst Ausschau, ob du die beiden siehst. Wenn einer verletzt ist, Marshall, brauchen wir dich. Wuff, wuff, ich bin der Rettungshund. Das ist ein Fall für Chase. Ja, ich bin der Flughund. Die Helfer auf ihr Pfoten legen los. Masche! Sky! Jay! Upsala. So, Leute, wir fangen jetzt an auf die Suche. Chase, ich würde sagen, du fährst in die Richtung und ich fliege in die andere Richtung. Gucken wir mal, ob wir sie finden. Ryder, wir haben einen der Welpen gefunden. Gut, dann musst du ihn jetzt zu mir bringen. Hallo. Du musst der Welpe sein, stimmt's? Ja, und wir haben das Problem, sie haben uns alle verteilt und jetzt wissen wir nicht, in welche Richtung die anderen zwei gelaufen sind. Ach so ist das, ihr habt euch also theoretischerweise kommt auseinander getrennt. Ja, und ich nehme mich jetzt mit in die Zentrale und Sky wird deine anderen zwei finden. Na, steig mal ein. Da ist ja Marshall. So, und ich suche jetzt mal die beiden Brüderchen. Ryder, ich habe die zwei gefunden. Sie sind also, da ist einer und darin einer. Deren Richtung irgendwie in eine andere Richtung. Da seid ihr beide ja. Wo wart ihr beide? Warum habt ihr euch auseinander getrennt?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir kennen uns hier aus. Ach so, dann kommt mal mit mir mit. Ich habe noch hinten Platz. Ich bringe euch zurück zur Zentrale. Und dann werden ihr alle von Marshall untersucht. Oh ja, ich habe hinten noch Platz. Keine Sorge. Ja, ich bin der Flughund. Ah, da seid ihr ja endlich. Ihr habt alle gefunden? Ja, dann würde ich jetzt gern springen und raus aus Guys Helikopter. Ich würde euch jetzt alle ganz gern untersuchen. Wuff, wuff, Röntgen gerät. Nein, du hast ja nichts gebrochen. Es ist alles gut. Ja, du kannst zu deinem Vater gehen. Nächste. Wuff, wuff, Röntgengerät. Nee, bei dir sieht auch alles gut aus. Du hast dich nicht verletzt. Nichts, nichts gebrochen. Nichts, kein Kratzer, nix. Und der letzte. Wuff, wuff, Röntgengerät. Bei dir ist auch alles prima. Alles Paletti. Die Helfer auf vier Pfoten sind immer für dich da, wenn du sie brauchst.